Das weltweit erste Heurigenkochbuch ist da. Hannes Kozer hat seine Vorliebe zum Kochen nun in einem Buch verewigt. Wir haben mit ihm geplaudert und gefragt, woher diese Leidenschaft eigentlich kommt. Es ist ja das erste Heurigenkochbuch der Welt, ist das richtig? Ganz genau, weil es komplett allgemein gehalten wird. Also ich halte da meine Betriebe komplett raus und es steht hier eigentlich die österreichische Heurigenkultur im Vordergrund. Wie viele Rezepte findet man da drinnen? 90 Rezepte. Was für Rezepte sind das unter anderem? Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Also die klassischen Rezepte begonnen natürlich bei Aufstrichen wie Liptor, wie Eieraufstrich, Quagelaufstrich, dann Salate wie Erdäpfelsalat, Fasolensalat, Krautsalat und so weiter. Dann die klassischen Heurigenrezepte, da ist dann Fleischlauberl drinnen, Surschnitzeln, auch wie man Schnitzeln einsurt, Schweinsbraten, Kümmelbraten. Dann sind drin Spezialitäten wie Speerrebs, aber auch Paella und Pastagerichte, saisonale Gerichte wie Spargel und Bärlauch, aber auch für den Herbst wie Kürbis und Eierschwammerl, alles durch den Gemüsegarten. Woher kommt die Leidenschaft zum Kochen? Also die Leidenschaft habe ich schon als Kind entwickelt. Ich habe eine absolute Leidenschaft zu Lebensmitteln an sich, also zur Produktion der Lebensmittel und zur Veredelung der Lebensmittel. Und die findet sich auch im Kochbuch wieder, jetzt diese Leidenschaft? Die findet man auch im Kochbuch wieder. Wir beziehen natürlich alle unsere Produkte für die Betriebe, das Großteils von bäuerlichen Betrieben. Wir produzieren ja selbst auch Lebensmittel und auch die Veredelung, und mir ist das ganz wichtig. Die Idee eines Heurigenkochbuchs ist eine wahrlich grandiose. Es gibt viele Kochbücher, aber wahrscheinlich keine so authentische wie die wir heute präsentieren konnten oder die Familie Kozer heute präsentiert hat. Da sieht man die Vielfalt der Produkte, die es gibt beim Heurigen. Nicht nur auf den einzelnen Schlossheurigen hier da beim Kozer konzentriert, sondern einfach wirklich, was alles unsere Heurigen in Niederösterreich zu bieten haben. Alles geht darauf zurück, was die Bäuerinnen und Bauern an Köstlichkeiten und an Vielfalt auch zu bieten haben. Wie viele Auflagen gibt es jetzt? 1000 Stück. Wird es noch eine zweite Tour dann geben, hoffentlich? Naja, wenn die erste Auflage verkauft ist, dann auf jeden Fall. Was ist denn Ihr Lieblingsgericht? Haben Sie da eins? Ja, sicherlich das Rehragout. Ich bin ja begnadeter Jäger und ich liebe Wildgerichte und das Rehragout ist, glaube ich, sicherlich eines meiner Favorites. Ist das Kochbuch für jedermann? Kann das jeder kochen oder muss man dafür besondere Vorkenntnisse mitbringen? Nein, überhaupt nicht. Also es ist ganz einfach und relativ einfach erklärt. Also es sollte wirklich jeder nachkochen können. Sie haben ja auch vorher angesprochen, dass Sie alles selber gemacht haben, vom Layout bis zu den Bildern. Ist das richtig? Ja, komplett. Also ich hatte keinen Grafiker, ich hatte keinen Fotografen, ich habe das alles selber gemacht. Ich hatte eine Hilfe natürlich, aber wir haben alles ohne Professionist selbst gemacht. Wie viel Arbeit war das? Ich kann es in Stunden jetzt nicht beziffern, aber mehrere hundert Stunden auf jeden Fall. Was ist das heute für ein Gefühl, dass Sie es jetzt fertig sehen können? Ein Glücksgefühl, das endlich erledigt ist und jetzt habe ich es in Händen und heute kann ich die Autogramme drunter setzen und ich bin echt happy, dass ich, ja, jetzt bin ich auch Autor.